Also die Herausforderungen beim Resal sind die schiere Größe, die vielen Einzelteile. Ich war beeindruckt, wie viel Kleinstarbeit es ist, allein die ganzen Lackschichten zu entfernen. Eine wirkliche Veränderung vom ursprünglichen Konzept ist, dass der Rumpf des Bootes nicht mehr weiß lackiert sein wird, sondern jetzt in Holzfarbe mit Klarlack lackiert wird. Also ich war seit Februar eigentlich ja, so alle zwei, drei Wochen am Ammersee. Es war dann relativ schnell klar, dass der 1. Mai, den wir ja ursprünglich anvisiert hatten, eigentlich ein illusorisches Datum ist. Aber man muss natürlich auch sehen, es ist nach 60 Jahren die erste große Restaurierung. Somit ist der Zeitrahmen von zwei Monaten später auch dann wirklich relativ. Also mir war es wichtig, dass ruhig, ordentlich und genau gearbeitet wird. Und die Zeit war dann eigentlich zweitrangig. Sogar gestern, als wir eigentlich ursprünglich um 15 Uhr verladen wollten auf den Tieflader, wurde der Boden noch reingesetzt. Also es wurde eigentlich bis zur letzten Minute noch an dem Boot gearbeitet. Ich habe zwar immer die Detailfortschritte gesehen, aber ich habe das Boot gestern das erste Mal eigentlich komplett fertig gesehen. Und was eigentlich der tollste Moment war, als das aus der Halle rausgeschoben wurde und wir diese schöne Mahagonifarben das erste Mal bei Sonnenlicht gesehen haben. Das war eigentlich wirklich ein toller Moment, weil das war wunderbar gestern. Diese vielen, vielen Lackschichten, die auf das Boot aufgetragen wurden, man sieht es jetzt, wie gesagt, erst im Sonnenlicht. Es spiegelt, es funkelt, es schaut aus wie ein neues Boot. Der heutige Tag, ich war eigentlich angespannter, als ich beim Abtransport war, weil ich wusste, wenn jetzt irgendwo ein Karabiner, ein Stahlseil irgendwo dagegen schlägt, haben wir einen Schaden, der einfach irrsinnige Kratzer im Lack verursachen wird. Also ich war irrsinnig angespannt, bis dann alles in der Luft war und dann auf dem Wasser. Also ich war sehr, sehr angespannt heute. Die Erleichterung, wie gesagt, als es dann wirklich Wasser unterm Kiel hatte, war immens. Ich hatte das Glück, dass ich als erster aufs Schiff durfte. Und ja, große Erleichterung, aber auch ein wirklicher Glücksmoment. Das Resal ist eigentlich ab sofort wieder am Alpsee täglich ab 10 Uhr unterwegs. Wir freuen uns auf einen schönen Restsommer und wir freuen uns auf viele Fahrgäste, die dieses wirklich neu restaurierte Boot jetzt genießen können in der traumhaften Lage am Alpsee am Fuße der Zugspitze.